die einzelnen Elemente, ob das jetzt Silizium ist, Sauerstoff, Eisen, Phosphor oder Schwefel oder was auch immer, sind in Kristallstrukturen immer unterschiedlich gebunden. Man kann so ganz einfache, irgendwelche kubischen Strukturen haben, man kann komplizierte Trikline, Monokline, sonst was Strukturen haben und so weiter. Und die verschiedenen Elemente sitzen auch immer an verschiedenen Positionen. Manche sitzen vielleicht hier in der Mitte davon, andere sitzen hier am Eck, manche sind hier in einem Tetraeder gebunden, wie bei Silizium und Sauerstoff. Also das hier ist in der Mitte sein Silizium und so weiter. Diese Bindung sorgt auch dafür, dass es immer eine leicht andere Elektronenkonfiguration gibt. Also in dem einfachen Schema des Schalenbaus hat man hier die K-Schale, dann hat man hier die 3L1, L2, L3 Schalen. Und Unterschiede hier in diesen Kristallstrukturen führt auch dazu, dass diese einzelnen Schalen ein klein bisschen weiter oben oder mal ein klein bisschen weiter unten liegen können und so weiter. Das bedeutet natürlich aber auch, wenn jetzt von hier ein Elektron nach unten fällt, um eine Lücke auszufüllen, dann ist die Wellenlänge, die hier abgegeben wird, natürlich anders, als wenn ein Elektron, wenn es jetzt weiter oben ist, von hier runterfällt. Das hier hat eine höhere Energie, also eine etwas höhere Energie, das hier eine etwas geringere Energie. Und wenn es von hier runterfällt, das wäre eben das Normale und so weiter. Also es wäre dann die, sowas wie die normale Energie. Und das kann es dazu führen, dass wir jetzt zwei Materialien haben, die sehr verschieden sind. Zum Beispiel sowas wie Calcium und Schwefel oder Eisen und Schwefel oder Blei und Schwefel. Dass aufgrund der Zunahme in der Masse hier die Bindung von Schwefel jeweils ein bisschen anders ist. Oder ein anderes Beispiel, wo man das gut sieht, ist, wir haben einen Standard, der heißt sowas wie KTIOPO4, also mit Schwefel drin, und einen anderen, der ist mit Gallium und Schwefel, also auch Gallium, nicht Calcium, also auch ein sehr großer Unterschied in der Matrix, also den Elementen, die noch in diesen Mineralen vorhanden sind, und auch ein sehr großer Unterschied in der Masse hier, also die Masse nimmt hier zu, die Masse nimmt auch hier zu. Und das führt auch dazu, dass das Phosphor hier und hier sehr unterschiedlich gebunden ist. Und durch diese unterschiedliche Bindung es zu wirklich starken Unterschieden hier in dieser Elektronenkonfiguration kommt, beziehungsweise im Energieunterschied zwischen einem L-Niveau und einem K-Niveau. Das bedeutet, wenn zum Beispiel in diesem Mineral hier ein Elektronenübergang in Schwefel stattfindet, der in Röntgenstrahl ausgesendet wird, und einmal hier, dann sind die Energien sehr unterschiedlich. Also, dann wird es hier, ich weiß nicht ganz genau, wie rum es ist, dann wird es hier zum Beispiel, hätte es hier eine geringere Energie, sagen wir mal, hier ist eine höhere Energie und hier genau das Gleiche, das hätte eine niedrige und das eine höhere Energie. Und damit auch eine andere Wellenlänge. Und wenn wir uns dann das Diagramm angucken, einmal, ich nehme jetzt mal das untere Beispiel hier, wenn wir uns dann einmal das Diagramm angucken, für, das soll jetzt sein, dieses KTIOPO4. Und hier ist die K-Value, wie es eine Geol-Sonde ist, mit den Millimetern aufgetragen, und auf der Y-Achse die Intensität. Dann kriegen wir hier einen Peak, der sieht so aus. Und der Peak liegt dann bei, ich nehme mal irgendeinen Wert gerade, 93,245 Millimetern. Und dann machen wir das Gleiche, aber diesmal für das andere Mineral, also für, nehmen wir jetzt mal dieses Gallium Phosphor, und haben dann wieder natürlich die K-Value in Millimetern und die Intensität hier. Dann kriegen wir ein Diagramm, das so aussieht. So, und das hier ist erneut die Stelle 93,245. Und das hier ist die Stelle 93,345. Also wie gesagt, die Zahlen, sehen Sie irgendwelche Zahlen, die habe ich jetzt nicht genau nachgeschaut. Aber der Unterschied, der ist richtig. Hatten hier einmal 0, also 0,2 und hier 0,3. Das ist eine Differenz von 0,1.
Millimetern. Und das ist eine enorme Differenz. Das macht extrem viel aus. Und man kann es hier auch sehen. Also es ist relativ recht realistisch dargestellt, hier auch sehr realistisch dargestellt, dass das hier verschieden ist. Das heißt, wenn man jetzt hingeht und wir standardisieren jetzt irgendwas für Phosphor beispielsweise auf diesem Mineral, dem KTUPO4, und messen danach etwas Phosphor in einer sehr schweren Matrix, muss ja nicht Galliumphosphat sein, aber es kann vielleicht irgendwas Experimentelles sein oder aus der Industrie irgendwas, vielleicht ein selten Erdelement mit Phosphat, dann werden wir plötzlich eine deutlich geringere Konzentration bekommen. Also wenn hier vielleicht sowas, weiß nicht genau, 20% Phosphor drin sind, sagen wir mal, und hier sollten 30% Phosphor drin sein, messen wir vielleicht nur 20% Phosphor. Natürlich einen dramatischen Unterschied. Und diesen Peak-Shift, den wir hier beobachten, also von hier nach hier, das nennt man auch, oder das nennt man Chemical Peak Shift. Das ist oftmals klein, oftmals vernachlässigbar, aber das ist was, das man in jedem Fall im Hinterkopf behalten sollte, wenn man eine Standardisierung durchführt, dass man wirklich auf die Matrix achten muss und dass man absolut daneben liegen kann, wenn man sowas macht. Auch wenn man einen Peak Search macht, wenn man schaut, wo, also gerade wenn man einen Peak Search macht, man schaut, wo liegt der Peak, muss man wissen, wenn man einmal die eine Phase misst hier, also wenn man einmal diese Phase misst, dass dann der Peak wo ganz anders liegt als hier. Also das ist der Chemical Peak Shift, auf den wir sehr genau auch im Zweifel aufpassen müssen.